In dieser Aufgabe 13 geht es jetzt nochmal um Abstandsumrechnung. Wir haben wieder eine Quelle. Hier steht jetzt schon nicht da, was das für eine Quelle ist, weil hier ist einmal, könnte das was, also hier soll was Magnetisches, das soll nach M was Magnetisches sein, aber wir messen erstmal eine elektrische Feldstärke. So, und es ist eine Frequenz gegeben von einem Megahertz und wir haben einen bestimmten Abstand. Und wir haben eine elektrische Feldstärke, die jetzt in dB Mikrovolt pro Meter gegeben ist. Ja, und der Abstand ist irgendwie relativ groß. Also das kann auf jeden Fall jetzt nicht in keiner Absorberhalle der Welt gemessen worden sein, sondern das ist was, was dann irgendwo im Freifeld, im wahren Leben gemessen wurde. Und das ist jetzt hier als Pegel gegeben. Das heißt, vermutlich müssen wir das erstmal umrechnen oder wir müssen uns irgendwie überlegen, wie wir die Rechnung in dB machen würden. Ja. Was ich jetzt aber nicht unbedingt machen würde. So, und dann. Also wollen wir jetzt deutlich dichter dran magnetische Feldstärke ausrechnen. Und in Aufgabenteil B, naja, da gibt es jetzt irgendwo eine Leiterschleife, die hat einen Radius. Wie groß ist der Strom in der Schleife, der uns jetzt genau dieses Feld erzeugen würde? Das ist die Idee von der Aufgabe. So, wie vorhin oder wie bei der vorherigen Aufgabe, wir nehmen die Frequenz und rechnen erstmal die Wellenlänge aus. Lambda ist c durch f, 3 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde geteilt durch 1 mal 10 hoch 6. So, dann kürze ich wieder 10 hoch 8 und 10 hoch 6 zu 10 hoch 2. Und dann kommen da, vorher kam ja bei 3 Megahertz 100 Meter raus, bei 1 Megahertz kommen jetzt 300 Meter raus. Und das heißt, dass wir daraus jetzt erstmal noch wieder auch diese Nahfeld-Fernfeldgrenze ausrechnen müssten. Ja, also wir gehen mal trotzdem davon aus, dass das irgendein Dipol ist, der da strahlt. Also wir können das R0, diesen Übergangsabstand, diese Transition Distance wieder mit Lambda durch 2 Pi ausrechnen. Und jetzt haben wir 300 Meter durch 2 Pi. Pi ist genau 3 und da kürze ich schon mal mit der 3 weg, dann haben wir noch 100, 100 durch 2 sind 50, also da kommen ungefähr 50 Meter raus, ja, ein bisschen weniger als 50. Ich schreibe jetzt mal trotzdem 50 hin. So, und das sagt uns, das ist auf jeden Fall im Fernfeld. Und da unten dieser Abstand, das hier ist auf jeden Fall im Nahfeld. Und irgendwo zwischendurch müssen wir mal diese Umrechnung machen. So, und tja, dann, ja, wäre es wie gesagt nicht verkehrt. Also, das ist ja auch so ein bisschen ungünstig tatsächlich geschrieben. Ich würde ja, also Asche auf mein Haupt, eigentlich wäre es cooler, wenn man hier LE hinschreibt, ne? Also der Pegel der Feldstärke und nicht Feldstärke direkt, aber egal. So, also. Weil dann kann ich jetzt ja hier E schreiben. So, wie würden wir jetzt hier raus aus dem Pegel Feldstärke ausrechnen? Ist Spannung gezogen. Also es ist halt eine Spannung. Das heißt Genau. 10 hoch E1 durch 20. Genau, also 10 hoch diesen Pegel, ne? Also das LE durch 20. Multipliziert mit dem, worauf es bezogen ist, also Genau, und das sprich. ist das 1 Mikrovolt pro Meter. Ja, also 1 Mikrovolt pro Meter mal diese 10 hoch, 10 hoch den Pegel durch 20 dB. So, und da kommt was raus. Zahnrechnung machen wir natürlich auch wieder in Octave. So, und dann, ja, also dann kann man jetzt eben Formeln benutzen. Jetzt mache ich mal hier mit einer anderen Farbe für Teil A weiter. So, also wenn wir die magnetische Feldstärke rausbekommen wollen, und jetzt mal das Pferd so ein bisschen von hinten aufsäumen, also ich will die magnetische Feldstärke in diesem Abstand rausbekommen. Wie kann ich die ausrechnen?
Also ich kann ja noch mal, es ist ja noch irgendwo die andere Sache hier offen. Also magnetische Feldstärke, elektrische Feldstärke und diese Feldwellenimpedanz, die stehen ja in dieser Beziehung. Also wenn ich H haben will, muss ich E durch Gamma teilen. Ja, also hier kriege ich raus E2 durch Gamma 2, eben in die, bei diesem Abstand R2. So, also das heißt, jetzt brauche ich zwei Sachen. Ich brauche das E2. So, wie kriege ich das E2 raus? So, da haben wir wieder die Umrechnung von Fernfeld und Nahfeld. Genau, also hier sind wir im Nahfeld. Wir müssen erstmal uns, wir kennen die Feldstärke im Fernfeld. Ne? Also wir müssen die erstmal aus diesem Übergangsabstand ausrechnen, so wie eben. Das war E0 mal R0 durch R2 mit dem Exponent 1. Ja, das war praktisch diese Formel hier. Ja. Wäre es nicht besser im Fernfeld magnetisch? Komm. Ja, wäre wahrscheinlich, können wir auch machen. Lass mal so machen, danach machen wir es nochmal anders. Passt jetzt nicht zu dem, was ich bis jetzt auch. Ja, ist aber eine gute Idee. Also, aber wir sehen, egal wie wir es dann machen, ist eigentlich egal. So, also das macht uns das im Fernfeld. Ja, und jetzt brauchen wir natürlich das E0 noch irgendwie. Und das E0 kriegen wir raus aus E1 mal R1 hoch 3. Geteilt durch R0 hoch 3. Das ist Fernfeld, das ist wieder Nahfeld. Hier sind die beiden Punkte im Nahfeld, hier sind die beiden Punkte im Fernfeld. E0 ist ja gleichzeitig im, und R0, dieser Übergangsabstand ist ja gleichzeitig im Nahfeld und Fernfeld. So, also R1 wissen wir, E1 wissen wir, R0 wissen wir, können wir E0 ausrechnen, können wir das hier oben einsetzen. So, jetzt brauchen wir noch, zumindest für diese Variante, das zu rechnen, brauchen wir noch das Gamma 2. Wie kriegen wir das raus? Haben wir uns vorher auch ja schon so ein bisschen überlegt, also wir haben jetzt einen magnetischen Dipol. Ja, ah, und U. Und dann stellen wir auch fest, dass unsere Rechnung hier bisher hier. Also hier muss ja, weil wir einen magnetischen Dipol haben, muss ja natürlich ein Quadrat stehen. So. Aber Nahfeld eines magnetischen Dipols, also Gamma ist proportional zu dem R. Und um jetzt einen wirklichen Wert auszurechnen, kann man sich ja überlegen, also wenn das R genauso groß ist wie das R0, ja, dann muss ja da auch Gamma 0 rauskommen. Und desto kleiner ich dann werde vom Abstand her, desto kleiner muss das dann werden. Also wenn ich im Nahfeld bin, gilt einfach, das ist sozusagen Gamma 0 oder Eta 0, machen wir mal Eta 0, mal R durch R 0. Ja, also wenn das R genau R 0 ist, kommt da Gamma 0 raus. Bin ich im Fernfeld, habe ich den Fernfeldwert und desto kleiner ich werde, desto kleiner wird das eben. Weil Niederimpedanz fällt. So, dann haben wir eigentlich alle Formeln, die wir brauchen, um jetzt ein H2 auszurechnen. Ich würde vorschlagen, wir machen das jetzt erstmal und dann machen wir den anderen Rechenweg oder einen alternativen Rechenweg, mit dem das vielleicht potenziell etwas einfacher wäre. So, ich schiebe das mal jetzt hier runter, sodass wir alle Formeln sehen. Machen wir einen Clear All und ein CLC, um hier eine leere Kommandozeile zu haben und die Sachen von der vorherigen Aufgabe wegzulöschen. Und tipp mal die Werte erstmal ab. Also F ist 1E6, C ist wieder 3E8. Können wir erstmal Lambda ausrechnen, so wie eben C durch F macht 300 Meter. Dann können wir so ein R 0 ausrechnen, das macht nicht 50 Meter, sondern 47 Meter, aber ebenso ungefähr. So, und dann
können wir mal diesen Pegel hier noch LE1 reingeben. Das sollten 46 dB Mikrovolt sein. So, und daraus konnten wir jetzt erstmal das E1 ausrechnen. Das war 1 Mikrovolt pro Meter. Mikro sind 10 hoch minus 6 mal 10 hoch, Klammer auf, das LE geteilt durch 20, 20, weil das ja eine Feldstärke ist oder sozusagen eine spannungsproportional, eine Leistungswurzelgröße, wie man so schön sagt. So, und da sollte jetzt, kann man jetzt sozusagen irgendwie kurz im Kopf rechnen. Deswegen stehen da wahrscheinlich auch 46. Wenn ich 0 dB Mikrovolt hätte, was würde dann, also 0 dB Mikrovolt als Pegel, wenn hier 0 stehen würde, was würde ich als Feldstärke rausbekommen? 1 Mikrovolt pro Meter. So, jetzt habe ich 46 dB mehr. 20 dB für Spannung oder für Feldstärken ist ein Faktor 10. Ich habe aber 20 dB und nochmal 20 dB, also habe ich Faktor 10 und nochmal Faktor 10, habe ich 100. Und 6 dB macht Faktor 2. Also ich sollte 200 Mikrovolt pro Meter rauskommen. Gucken wir mal, kommt auch so ungefähr raus. Ne? Sind 199. Also wenn ich hier das mal E6 rechne, 199,5. Ich schreibe da jetzt mal trotzdem 200 Mikrovolt pro Meter hin. Also das hier oben macht jetzt 200 Mikrovolt pro Meter. So, und das können wir jetzt natürlich in diese ganzen anderen Formeln da einsetzen. Also wir rechnen erstmal das E0 raus und das kriegen wir raus aus E1 mal, da kann ich einfach die Formel kopieren, aber ich muss den Exponenten von der vorherigen Aufgabe von einer 3 auf eine 2 ändern, weil wir ja im Nahfeld eines magnetischen Dipols sind. So, und dann sagt er uns erstmal noch R1, achso. Nee, das ist doch jetzt hier. Achso, R1 habe ich noch nicht reingeschrieben. Das sind 200 Meter. So, also kurze Probe. Wir gehen von 200 Meter auf 50 Meter. Das ist ein Faktor 4. Und 4 zum Quadrat sind 16. Kann man blöd rechnen. Aber 16 ist ja ungefähr so viel wie 20. Wenn ich jetzt 200 Mikrovolt, ne, das muss ja jetzt größer werden. Ich gehe dichter dran. 200 mal 20 macht irgendwie 4000. Ist das richtig? Nee. Ja, doch, ne, macht 4000 und das sind jetzt nicht 4000, sondern sind 3500, passt schon ungefähr. Ja, wenn ich das E0 jetzt wieder mal rechne in Mikrovolt pro Meter, genau, macht das nicht 4000, sondern macht 3000, so passt. Also kann ich mal abschreiben. Das sind jetzt 3,5 Millivolt pro Meter. Nochmal kurze Probe, 1E3, genau, 3,5. So, dann kann ich daraus ein E2 ausrechnen. Das ergibt sich aus E0 mal R0 geteilt durch R2. Jetzt wird MATLAB erstmal oder Octave erstmal meckern und sagen, R2 kenne ich nicht. Und R2 waren ja 5 Meter, das war super dicht dran. So, und jetzt können wir uns wieder überlegen, also wir gehen von 50 Meter auf 5 Meter, ein Zehntel des Abstandes müsste die Feldstärke 10 mal so groß werden, müssten wir von 3,5 Millivolt pro Meter auf 35 Millivolt pro Meter gehen. Passiert auch ungefähr, ne? Haben wir 33 Millivolt pro Meter. Ich nehme das nochmal mal 1E3. So, also nicht, weil das sind ja nicht genau 55, sondern 47. Deswegen ist das jetzt ein bisschen weniger. Also 33,4
Millivolt pro Meter. So, dann brauchen wir noch das Gamma. Da sagen wir jetzt, der Ethanol sind ungefähr diese 120 mal Pi Ohm. Das ist nicht ganz exakt, aber das kommt ungefähr hin. Das sind diese 377. Und daraus können wir jetzt ein Gamma 2 ausrechnen. Das ergibt sich aus dem Ethanol mal R2. R2 ergänzt sich gleich noch, geteilt durch R0. Ja, und das R2 ist kleiner als das R0, und zwar um Faktor 10. Also sollte das Gamma 2 jetzt auch ein Zehntel der Freiraumimpedanz, der Fernfeldimpedanz sein. Also nicht 377, sondern 37. So. Und das kommt zu ungefähr 39,5. So, also ich muss noch R2 stehen und dann sind das 39,5 Ohm. So, und das können wir jetzt alles da oben einsetzen und können einen Wert für H2 ausrechnen. Den quetsche ich jetzt noch da auch ein bisschen dazwischen. Und dann ist H2 eben E2 durch Gamma 2. Und tja, 33 durch 39 ergibt ein bisschen weniger als 1, 0,8 und Millivolt pro Meter durch Ohm, er sollte Milliampere pro Meter ergeben. Ja, und das kommt jetzt auch ungefähr raus. Also wenn ich das H2 mal 1E3 rechne, sind das 0,85 Milliampere pro Meter. 0,85 Milliampere pro Meter. So, ich mache mal einen Strich drunter, weil jetzt die Idee ist, die vorher schon angeklungen wurde, wir könnten das jetzt potenziell vielleicht auch noch ein ganz bisschen einfacher rechnen oder anders rechnen und sollten aber trotzdem zum gleichen Ergebnis kommen, wenn wir einfach unsere elektrische Feldstärke, die hier steht, die gilt ja im Fernfeld. Wenn wir die schon im Fernfeld umrechnen in eine magnetische Feldstärke, weil da brauchen wir einfach, sparen wir uns diese Rechnung. Ja? Also wir können sozusagen sagen, H1 ergibt sich aus E1 durch, ich schreibe mal jetzt nicht in Gamma 1, sondern direkt Eta 0, weil Fernfeld. Und dann kommt was raus. Und dann müssen wir natürlich daraus, können wir jetzt dann magnetische Feldstärke ausrechnen bei diesem Übergangsabstand. Das sollte sich ergeben, also genau die gleiche Formel wie hier jetzt, bloß mit anderen Exponenten, H1 mal R0 hoch 3 durch R. Nee, halt, da oben muss nicht R0 stehen, sondern R1 stehen. R1 hoch 3 geteilt durch R0 hoch 3. Ja, vom Fernfeld bis zur Grenze. Genau. Ja, warte mal, ich bin gerade verwirrt, genau, weil ich jetzt hier das andersrum aufgeschrieben habe. Also Sie müssen jetzt erstmal, hier muss jetzt erstmal kein Exponent hin, richtig? Das ist Fernfeld. Wir rechnen vom Fernfeld bis zu diesem Übergangsabstand im Fernfeld. Dann haben wir das bei H0 raus. Und dann können wir das, also das setzen wir hier ein und dann kommt das H0 zum Tragen und das setzen wir in eine weitere Gleichung ein und mit dem rechnen wir das H2 aus, das was wir schlussendlich haben wollen. Und das ist dann im Nahfeld. Dafür nehmen wir das H0, dafür nehmen wir jetzt diese Gleichung hier, H0, R0, R2 hoch 3. Habe ich das jetzt richtig aufgeschrieben, mehr oder weniger, ja? Mach mal den Pfeil noch mal ein bisschen schicker. So. Also wir, irgendwie haben wir wieder die gleichen Gleichung, ne? Also wir müssen einmal elektrische Feldstärke, magnetische Feldstärke umrechnen. Das machen wir jetzt aber im Fernfeld. Dann gehen wir im Fernfeld auf den Übergangsabstand, gehen vom Übergangsabstand auf unseren Nahfeldabstand. Und wir sparen uns eine Formel, nämlich die um die Feldimpedanz
im Nahfeld auszurechnen, weil wir jetzt direkt im Fernfeld umrechnen. So, damit switche ich mal rüber ins Octave und mache mal hier so eine leere Zeile, um zu zeigen, ab da fängt jetzt die neue Rechnung an. Also H1 ergibt sich aus E1 durch Eta 0. Mache jetzt keine Kopfrechnung, klicke mal einfach auf Enter, kommt was bei raus. So, daraus kann ich jetzt ein H0 ausrechnen aus H1 mal R1 durch R0. Ja, das sollte jetzt auf jeden Fall größer werden schon mal als das, weil wir ja von unserem Fernfeld zum Übergangsabstand gehen. Und das macht es auch. Aus 10 hoch minus 7 Exponent wird 10 hoch minus 6. Und jetzt gehen wir von da noch viel dichter ins Nahfeld dran und sagen, H2 ist H0 mal R0 durch R2. Und jetzt mache ich das mal so, den ganzen Exponenten hier hoch 3, den ganzen Bruch. Und jetzt sollte das nochmal deutlich, deutlich größer werden. Also im Prinzip um Faktor 1000, weil wir gehen von 50 Meter auf 5 Meter, das ist ein Faktor 10, das hoch 3 macht 1000. Also sollte jetzt das Gleiche rauskommen, ungefähr in 10 hoch minus 3. Und dann erscheint mir das schon so ein bisschen komisch, weil eigentlich sollten ja 0,8 rauskommen und dann haben wir jetzt 2,2. In der Rechnung davor hatten wir... Wir haben uns davor irgendwo schon vertan. Also beim zweiten Mal haben wir die Formel richtig aufgestellt. Beim ersten Mal sind die Abhängigkeiten anders. So, also gucken wir mal. Also irgendwie hier kann jetzt gar nicht so viel falsch sein, ja, an der Stelle. So, und jetzt müssen wir irgendwie nochmal hier oben Fehlersuche machen. Also ich schreibe mir erstmal kurz die Werte ab. Das H1, wenn ich das jetzt mal in Mikroampere per pro Meter umrechne, macht das 0,53 Mikroampere pro, ups, nicht Mikrovolt, Mikroampere pro Meter. So, das H0, ich glaube, das konnte man schon ganz gut in Milliampere, nee, das ist auch immer noch irgendwie was eher mit Mikro, das sind 2,2 Mikroampere pro Meter. Ich schreibe immer Mikrovolt. Das ist so drin. So, und das waren jetzt eben, ja, im Prinzip fast der gleiche Zahlenwert, bloß in Milli, ja, wegen diesem Faktor 1000, 1,93 Milliampere pro Meter. So, jetzt ist die große Frage, wo ist jetzt der Rechenfehler in der Rechnung da oben? Du hast ihn entdeckt? Also hier rechnen wir ja vom Fernabstand bis zur Grenze. Ja, ach so, wir haben da oben die Exponenten vertauscht, richtig? Ja, also hier muss das weg. Ich nehme mal rot. Ja, klar. R2, das ist, also hier muss der Exponent 2 dran und hier muss der Exponent weg, weil das ist im Nahfeld und das hier unten ist im Fernfeld. So, also nochmal neue Rechnung hier. Ich muss die Formel suchen, die mit E2 anfängt. Das ist diese hier. Und da muss jetzt hier das Quadrat dran. Und vorher ist aber schon das E0 falsch. Also brauchen wir auf jeden Fall nochmal die Formel, die mit E0 anfängt. Und da muss das hoch 2 weg. Ja,
mit R1 haben wir mal angefangen und dem E1. So, also nochmal langsam uns zum Mitschreiben. Wir gehen von 200 Meter auf 50 Meter. Das sind Viertel des Abstandes, also sollte sich unsere Feldstärke ungefähr vervierfachen. Von 200 Mikrovolt pro Meter sollten wir auf 800 Mikrovolt pro Meter gehen, passiert auch ungefähr. Ja, haben wir E0 mal 1 E6 macht 800 irgendwas Mikrovolt pro Meter. Also streiche ich das mal hier durch, schreibe mal hin 800. 36 Mikrovolt pro Meter. So, und dann gehen wir von denen auf nochmal auf die Formel, die hier drüber stand. Jetzt mit den A-Feld-Bedingungen. Ja, und also haben wir jetzt gesagt, Abstand wird auf ein Zehntel geändert, das zum Quadrat macht 100, das sollte sich jetzt ungefähr verhundertfachen. Also von 0,8 Millivolt pro Meter sollten ungefähr 80 Millivolt pro Meter rauskommen und das passiert auch. Ja, wenn ich das jetzt mal in Milli umrechne, also sind das nicht 80, sondern 7, was, 7, 7, 76. So, also streiche ich das mal durch, schreibe mal hin. 76 Millivolt pro Meter. So, und dann, ja, sieht man also so super, super falsch war das jetzt nicht, aber es war natürlich trotzdem falsch. So, und das nehmen wir jetzt eben trotzdem diesen Zahlenwert geteilt durch diesen Zahlenwert. Ja, das ist ungefähr das Doppelte. Und deswegen kommt da jetzt dann auch eben ungefähr das ungefähr 2 raus. Also nochmal, H2 war E2 durch Gamma 2. Das Gamma 2 stimmte zum Glück, da kommt jetzt der gleiche Zahlenwert raus. Also man stellt immer wieder fest, es ist nie verkehrt, eine Probe zu machen, auch wenn die Rechnung noch so einfach erscheint. Jetzt funktioniert es glücklicherweise, egal auf welchem Weg wir es rechnen, es kommt der gleiche Zahlenwert raus. Also ob man schon im Fernfeld mit der Fernfeldimpedanz von elektrischer Feldstärke in magnetische Feldstärke umrechnet und dann sozusagen die Abstandsumrechnung macht, oder man macht erst die Abstandsumrechnung mit dem elektrischen Feld und rechnet dann im Nahfeld mit der entsprechenden kleineren Impedanz des Niederimpedanzfeldes, des magnetischen Nachfeldes um, kommt der gleiche Zahlenwert raus, wenn man es denn richtig macht. Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es. So, okay. Dann können wir noch uns um diese Aufgabe B hier kümmern. Die kriege ich bestimmt noch hier hingeschrieben. Und tja, da wird jetzt eben für die als Quelle eine Stromschleife oder sagen wir mal irgendwo eine ja, ein Strom, der im Kreis fließt, das muss ja nicht unbedingt kreisrund sein, kann ja auch irgendwas Quadratisches oder irgendwie was Rechteckförmiges auf einer Leiterplatte sein. Hauptsache Strom fließt irgendwo im Kreis und soll jetzt mal kreisförmig sein, nahezu kreisförmig mit einem Radius von 30 cm. Und jetzt ist gefragt, wie groß ist der Effektivwert des Stromes, um diese Feldstärke zu erzeugen. Und jetzt würden wir im Prinzip implizit annehmen, dass das, was wir jetzt als Feldstärke hier ausgerechnet haben, dass das auch ein Effektivwert ist. Ja, also ich meine, das Feld schwingt ja auch sinusförmig, hat auch einen Spitzenwert. Also auch wenn das jetzt hier nicht so richtig dasteht, würde ich das jetzt mal so vermuten, dass das dann auch Effektivwert der Feldstärke ist. Aber da könnte man sich drüber streiten. Also das müsste man mal sich überlegen, was im Prinzip so Feldsonden messen, ja, wenn man mit einer Feldsonde misst, was die eigentlich einem anzeigt. Aber wenn ich mit einem Multimeter messe, zumindest, dann kommt da immer Effektivwert raus, wenn man mit einer Feldsonde misst. Gute Frage, ob da Spitzenwert, Effektivwert rauskommt. Wenn ich jetzt mit einer Antenne messe und mit einem Spektrumanalysator messe, hängt das davon ab, was ich für einen Detektor am
Spektrum Anisata einstelle, ob ich eben einen Spitzenwertdetektor nehme oder ob ich einen RMS-Detektor nehme. Ja, dann sollte es da diesen, eigentlich im Prinzip, wenn es ein CW-Signal ist und ich habe nur bei einer Frequenz und so das Feld, sollte da genau ein Faktor Wurzel 2 dazwischen liegen dann in dem Fall. Aber okay, um diesen Faktor Wurzel 2 wollen wir uns jetzt nicht streiten. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall irgendwie eine Formel, wo Strom und Feldstärke drin auftaucht und irgendwie Radius. So, und diese Formel finden wir im Idealfall auch in unserem Moodle-Kurs, nämlich beim Vorlesungsmaterial. Und da soll es irgendwo Folien geben. Und ich würde sagen, Kapitel 2 ist das, wo es sich mit den Feldern beschäftigt, die wir letzte Woche auch schon mal offen hatten. Und da gibt es Strahlungskopplung. Und da gibt es irgendwo so diese Tabelle mit den ganzen, oder sagen wir mal, hier ist der elektrische Dipol. Hier ist irgendwo auch der magnetische Dipol. Hier ist der magnetische Dipol. So, und hier gibt es eine Formel, oder hier gibt es Formeln, die uns sagen, Feldstärke im Frequenzbereich, das ist ja sozusagen so die exakter geht es eigentlich nicht als Formel. Hier stecken die Nahfeldterme drin und hier stecken auch die Fernfeldterme drin mit dem 1 durch K R, und wo ein Exponent steht, ist sozusagen Nahfeld. Jetzt können wir mal gucken, also vereinfachte Formel für das Nahfeld, und wir hätten auch noch vereinfachte Formeln für das Fernfeld, und hier taucht auch jeweils ein Strom und ein Radius drin auf. Ja. Ich meine, hier ist das auch nicht so ganz klar, eigentlich, was das jetzt für ein Strom ist, aber ich würde eben immer behaupten, wenn ich für den Strom Effektivwert einsetze, kriege ich hier auch einen Effektivwert raus. Wenn ich hier einen Spitzenwert einsetze, kriege ich hier einen Spitzenwert raus. Das ist jetzt letztendlich Definitionssache. So, also wir können uns jetzt mal eine Formel, also wir haben jetzt irgendwie verschiedenste Varianten zur Auswahl, da wir jetzt ja schon magnetische Feldstärke ausgerechnet haben, ist es vielleicht am einfachsten, mit der magnetischen Feldstärke weiterzumachen. Und also ich kopiere mal diese Formel hier raus. Die wäre jetzt für das Nahfeld. Und jetzt muss ich mal schauen, ob und wie ich die hier noch unterbekomme. Also ich packe mal die jetzt hier oben hin. Das wäre jetzt Nahfeld. So. Und wenn wir die jetzt mal nach dem Strom umstellen, dann würde da ja rauskommen, I ist, also so, diesen, dann haben wir, also ich kann das erstmal machen, ne? Dann würde da rauskommen H, so mal Lambda hoch 3 mal KR ebenfalls hoch 3 und das Ganze geteilt durch diese ganzen Größen, die jetzt hier oben stehen. Und zum Beispiel bei der 2 ist eine gute Frage, wo jetzt diese 2 herkommt. Die 2 riecht ja so ein bisschen nach irgendwie Umrechnung von Spitzenwert in Effektivwert oder sowas. Keine Ahnung, die schreiben wir jetzt einfach mal ab. Da müsste man jetzt nochmal arg in die Theorie schauen, wo diese ganzen Formeln hergeleitet wurden. So, dann haben wir hier ein R Quadrat und ein Pi hoch 3. So, was machen wir mit diesem Sinusterm? Der interessiert uns an sich nicht. Genau, den, da sagen wir, wir sind einfach in der Hauptstrahlrichtung, dann ist dieser Winkel 90 Grad und dann ist der Sinus einfach 1. Also, dass der nicht da weiter ins Gewicht fällt. So, die 3 muss ich mal hier noch so ein bisschen hübsch machen. So, und dann können wir im Prinzip diese ganzen Zahlenwerte einsetzen, dann sollte da was bei rauskommen. Wir könnten zumindest mal nebenbei uns Gedanken machen über die Einheit von dem Strom hier, den wir ausrechnen, ob das auch wirklich Strom ergibt. Also magnetische Feldstärke hat was für eine Einheit? Hat Ampere pro Meter.
Ja, so, dann haben wir hier noch ein Lambda hoch 3, das bringt uns Meter hoch 3. Dann, was ist das K Schönes? Willenswahl. Genau, das K ist die Wellenzahl. Das K ist im Prinzip einfach 1 durch R0, wenn man so will, oder Lambda durch, also 2 Pi durch Lambda. Kommen wir einfach mit. So, und dann kann man schon gucken, naja, also K hat 1 durch Meter. R hat Meter, das hier ist einheitenlos, das kann ich gleich weglassen. Und hier unten der Radius hat nochmal einen Meter Quadrat, weil ich den zum Quadrat nehme. So, und dann kürze ich diese ganzen Meter alle weg und dann kommt der Ampere raus, so wie das ja auch sein sollte. Und dann können wir damit auf jeden Fall erstmal eine Zahlenrechnung machen in Octave. Und können sagen, also das K ergibt sich aus 1 durch R0. Dann kommen da 0,021 durch Meter raus. Und dann brauchen wir noch das R in Meter, sind das 0,3 bei 30 Zentimeter. Und den Rest haben wir eigentlich alles. Dann können wir den Strom ausrechnen im Nahfeld. Nahfeld war H2. Also H2 mal Lambda hoch 3 mal, Klammer auf, K mal, wir sind im Nahfeld, da ist der Radius R2, das Ganze auch hoch 3. So, und jetzt geteilt durch 2 mal R Quadrat mal Pi hoch 3. So, und dann kommen da 10,7 Ampere raus. Die schreibe ich mal ab. Also ich schreibe mal noch hin hier, wir brauchen jetzt das H2, weil wir im Nahfeld sind und das hier muss R2 sein, kommen 10,7 Ampere raus. So, und das Ganze, können wir jetzt nochmal auf unsere Folien schauen. Könnten wir jetzt ja auch im Fernfeld ausrechnen mit einer Fernfeldformel. Ja, und wir könnten das jetzt auch im Nahfeld mit elektrischem Feld ausrechnen. Wenn wir jetzt hier scharf drauf schauen, also hier steht jetzt eine andere KR-Abhängigkeit, dafür steht hier noch ein Eta drin. Ja, könnte man jetzt noch machen, wenn man sozusagen große Langeweile hat, kann man sich so ein bisschen denken, da sollte das Gleiche rauskommen natürlich. Ja, so. Und ich meine hier im Prinzip jetzt genau das Gleiche. Weil natürlich, also hier steht jetzt eine andere R-Abhängigkeit und wir setzen dafür aber auch eine andere Feldstärke ein, nämlich die im Fernfeld. Also kopiere ich auch mal die Formel hier rein, mache die mal ein bisschen kleiner. Und schreibt mal dran, das wäre jetzt die Formel fürs Fernfeld. Und hier sagen wir auch wieder, der Sinus ist 1, genau wie diese E-Funktion. Vom Betrag her ist die ja auch 1. So, und dann kommt wieder eine Formel raus für den Strom. Und der Strom wäre jetzt also, und das Minus hier, das streichen wir natürlich auch weg. So, also Strom wäre Feldstärke, das ist jetzt die Feldstärke im Fernfeld, mal wieder Lambda hoch 3 mal K mal R, das ist jetzt auch der Abstand im Fernfeld. Damit haben wir alle Größen unterm Bruchstrich und jetzt brauchen wir auch wieder 2R Quadrat Pi hoch 3 unterm Bruchstrich und Zahlenrechnung mache ich genauso in Octave. Also ich kopiere mir mal die Formel, weil ich hier schon einige Sachen da habe. Jetzt muss da H hoch 1 eingesetzt werden und K mal R1 hoch 1. Der Rest bleibt so, wie er ist. Und dann kommen da auch 10,7 Ampere raus. Also so falsch kann das nicht sein, was wir da gemacht haben. Wobei das jetzt ja schon eine sehr, sehr ähnliche Rechnung ist. Also wenn wir irgendwie einen Fehler hier oben gemacht haben, ist es nicht unwahrscheinlich, dass wir den gleichen Fehler hier unten gemacht haben. Aber gut, wir lassen das mal so stehen.
So, und jetzt könnte man natürlich auch noch hier so ein bisschen weiter schauen. Und dann gibt es hier noch irgendwo so eine Tabelle. Hier sind so die ganzen Formeln für die Abstandsumrechnung. Und hier ist diese Tabelle, die ich meine. Und in der Tabelle gibt es auch einen magnetischen Dipol. Gibt es eben diese Stromschleife, ja, die unter der Bedingung, also die Formel, die wir jetzt angewendet haben, gilt unter der Bedingung, dass der Radius dieser Schleife eben deutlich, deutlich kleiner ist als die Wellenlänge. Das ist auf jeden Fall gegeben. Ja, Wellenlänge jetzt, wenn ich hier mal zurückgehe, waren hier oben die 300 Meter. Das sind 0,3 Meter. Das ist 1000 Mal kleiner. Das gilt auf jeden Fall. So, und dann ja, gibt es hier eine Formel, mit der man elektrisches Feld ausrechnen kann. Und das elektrische Feld, das gilt unter Fernfeldbedingungen hier. Jetzt könnten wir nochmal diese Formel nehmen, weil da, also elektrisches Feld war ja das, was ganz am Anfang mal gegeben war. Da haben wir jetzt ja potenziell die geringste Variante, hier irgendwelche Fehler zu machen. Und das füge ich mir jetzt mal auch noch hier ein. Jetzt muss mal das Fältchen hier weggehen. So, und jetzt muss ich mal gucken, wie groß mein Kamerabild hier ist, wo ich jetzt hier reinschreiben kann. Ah, das sieht man aber gerade noch so. So, also das ist das E im Fernfeld. Also das ist auch im Fernfeld. So, wenn ich das jetzt in Richtung Strom umstelle, also hier, und das muss jetzt auch sein E1, E im Fernfeld, und dann muss das hier auch R1 sein. Wenn ich das in Richtung des Stromes umstelle, steht da E1 mal Lambda Quadrat mal R1 und dann geteilt durch A, müssen wir gleich mal gucken, was das ist. Und Pi und Eta 0. Das hier ist eigentlich sozusagen die Fernfeldimpedanz. So, und A, kurzer Blick zurück. Was soll das A hier sein? Genau, der Flächeninhalt. Und Flächeninhalt von diesem Kreis, von dieser Leiterschleife, ist einfach Pi R Quadrat. So, und dann haben wir aus dem Pi, mache ich hier mal ein Pi Quadrat, und dann haben wir wieder eine Formel. Und jetzt können wir hier auch nochmal so eine ganz kurze Einheitenprobe vielleicht machen, kann auch immer nicht schaden. Also wir haben elektrische Feldstärke, die gibt uns Volt pro Meter. Dann haben wir ein Lambda, das gibt uns einen Meter bzw. Meter Quadrat, haben nochmal einen Radius, der gibt uns auch nochmal einen Meter. Oder einen Abstand, und hier unten haben wir den Radius zum Quadrat, der gibt uns Meter Quadrat, das Pi hat keine Einheit und das Eta, die Freiraumimpedanz, hat Ohm, Ohm sind Volt pro Ampere. Da kürzen sich auf jeden Fall schon mal Volt gegen Volt und es bleiben Ampere über und die Meter Quadrat und Meter und Kilo, die kürzen sich auch alle weg, es kommt auch Ampere raus, was ja schon mal gut ist. So, und jetzt mache ich daraus einfach auch noch hier eine Zahlenrechnung in Octave, dritter Fall. Also E1 mal Lambda Quadrat mal R1 geteilt durch R Quadrat mal Pi Quadrat mal Eta 0. So, und dann sieht man, es ist ja schon irgendwie alles so ziemlich genau das Gleiche, was wir vorher hatten. Ja? Und ich meine, dass da jetzt so ein Lambda fehlt und irgendwie ein Pi fehlt, das hängt jetzt dann wieder so ein bisschen mit der Eta-Formel zusammen, mit der Umrechnung. Aber irgendwie fehlt auf jeden Fall dieser Faktor 2. Also mich würde jetzt nicht wundern, wir gucken jetzt mal, was rauskommt. Wir kommen aber auch 10 hoch 7 raus. Also das ist jetzt immer eine spannende Frage. Müsste man sich jetzt wirklich nochmal überlegen, wo kommen eigentlich diese 2 hier her? Warum hat man da oben in der Formel so ein 2, so eine 2 drin? Also ich schreibe mir erstmal ab, das macht auf jeden Fall auch 10,7 Ampere.
So, und also wenn wir jetzt mal, ich nehme mal hier mal nochmal irgendwie einen anderen Stift, also weil mich das jetzt tatsächlich mal interessiert und weil das ja auch eine ganz interessante Geschichte nochmal ist, um diese Formel mal so ein bisschen zu durchblicken und zu hinterfragen. Also wenn wir mal von, nehmen wir mal hier oben, wenn wir mal versuchen, diese beiden Formeln hier miteinander ins Verhältnis zu setzen. Ich will jetzt irgendwie aus der einen Formel die andere Formel machen. Also, vielleicht machen wir mal den Pfeil nur in eine Richtung. Ich will jetzt aus der Fernfeldformel die Nahfeldformel machen. Schreibe ich die mal nochmal ab hier unten. So, also I ist H1. So, und für H1 setze ich jetzt mal ein. Ist das schlau, wie ich das jetzt gemacht habe? Nee, wahrscheinlich ist es genau andersrum besser. Weil da muss ich nicht so viel Formeln umschreiben. Wir machen mal aus der Nahfeldformel die Fernfeldformel. Ja, weil so rum stehen ja die Gleichungen hier unten da. Also ich schreibe mal ab. I ist gleich. So, und jetzt würde ich eigentlich H2 einsetzen. H2 streiche ich weg und setze dafür diese H2-Formel ein. Und die lautet H0. So, und H0 streiche ich im Prinzip auch wieder weg. Ja, und setze dafür die H0-Formel ein. Also entsteht da H1 mal R1 durch R0. Das ist jetzt das hier abgeschrieben. Ja. Und jetzt setze ich noch das hier ein, also mal R0 hoch 3 durch R2 hoch 3. So, jetzt habe ich sozusagen H2 abgeschrieben. Lambda hoch 3 macht das gleiche, was wir vorher hatten. So, dann haben wir hier dieses K mal R2. Das schreibe ich auch erstmal so ab. Da steht da K mal R2 hoch 3 und K hoch 3 schreibe ich mal so. Dann sehen wir schon, dass wir ein R2 hoch 3 und ein R2 hoch 3 hier wegkürzen können. Ja? So, dann kommt der einigermaßen lange Bruchstrich. Und unterm Bruchstrich steht 2r3 zum Quadrat und Pi hoch 3. Die kann ich auch einfach so abschreiben. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Also aus einem r0 und einem r0 hoch 3 kann ich ein r0 Quadrat machen. R0 steht ja hier oben, ist Lambda durch 2 Pi. Also ich kann hieraus machen ein. Aber nützt mir das was? Nee, nee, machen wir mal noch nicht so richtig. Weil ich glaube, es ist besser. Ne? Also wir machen aus dem k hoch 3, machen wir sozusagen k und nochmal ein k Quadrat. Und das k Quadrat kürzen wir mit dem R0 Quadrat weg, weil das ist ja genau das Entgegengesetzte. So, und dann sieht das eigentlich schon ziemlich genauso aus, wie das so sein sollte. Also wir haben H1, wir haben H1, wir haben Lambda hoch 3, wir haben Lambda hoch 3, wir haben 1k und wir haben R und der Rest ist so. Passt. Also wir können wirklich mit dem, was wir bisher gemacht haben, die Formel in die Formel überführen. Ist kein Wunder, dass das gleiche Ergebnis rauskommt, sind wirklich die gleichen Formeln. So, und jetzt können wir noch überlegen, jetzt wäre es natürlich nicht schlecht, wenn wir irgendwie noch diese Formel mal auf diese Formel oder diese Formel wahrscheinlich besser auf diese Formel zurückführen. Ja, und wir haben ja, also das H1 kann ich durch ein E1 ausdrücken. Deswegen machen wir mal genau das Gleiche wie eben. Wir versuchen mal zu zeigen, dass wenn wir die Formel in die Formel umrechnen, dass das passt. Das kriege ich auch noch hier unten ganz gut hingeschrieben. Also I. Ja, ich schreibe jetzt im Prinzip wieder die Formel ab und setze gleich ein. Also H1 schreibe ich sozusagen ab und setze ein, das ist E1. Mach gleich einen Bruchstrich durch
Eta durch Eta 0. So, dann Lambda hoch 3 schreibe ich ab. K und R1 schreibe ich ab. Und 2 mal Pi und, also nee, und 2R Quadrat und Pi hoch 3 schreibe ich ab. So, und jetzt ist, also was fehlt uns hier unten in der Gleichung? Hier unten in der Gleichung fehlt uns das K, ne? Also wir müssen das K irgendwie wegkriegen. K ist 1 durch R0 und R0 ist 2 mal Pi durch Lambda. Ne, das ist Lambda durch 2 Pi. Lambda durch 2 Pi. Und dann sieht man, dass also ein Lambda und ein Lambda sich kürzt zu einem Lambda-Quadrat hier oben, dass die 2 sich, also die 2, die hier weggeht, hat nichts irgendwie mit Umrechnung, Spitzenwert effektiv, was auch immer zu tun, sondern die ist, das ist irgendwie einfach eine 2, die in dem 2Pi hier drin steckte. Ja, und ein Pi macht sich noch mit einem Pi hier weg. So, und dann haben wir tatsächlich auch genau das, was hier steht, also ein E1, ein Lambda-Quadrat, ein R1 und unterm Bruchstrich ein Eta 0, ein Pi-Quadrat und ein R-Quadrat. Und deswegen ist es auch da kein Wunder, dass da der gleiche Zahlenwert rauskommt. Genau, und die, also, tja, eine große Unbekannte, und da müsste man jetzt wirklich mal so nochmal in die Bücher reinschauen und wie das alles gemeint ist, aber ich würde das jetzt so vermuten, dass Strom ist ein Effektivwert, kommt da ein Effektivwert raus, Strom ist ein Spitzenwert, kommt da ein Spitzenwert raus und umgekehrt. Alles andere ist ja, wäre ja wenig sinnvoll, aber ja, könnte durchaus so sein. Aber ich meine, in Anbetracht der Lage dessen, dass wir ja bei den Feldgrößen zum Beispiel auch geschrieben haben, so wie wir es letzte Woche oder vor zwei Wochen ausgerechnet haben, Pointing-Vektor, ja, das könnte ja auch noch irgendwo stehen, wo es so um diese Leistungsflussdichte ging, genau hier oben, ne? Strahlungsdichte S ist E mal H oder S als Vektor ist E kreuz H. Das funktioniert ja nur, das ist ja so wie P ist U mal I. Und, oder komplexe Leistung S ist U mal I. Und das funktioniert ja nur, oder U mal I Kornelkomplex, E mal H Kornelkomplex mit komplexen Zeigern. Das funktioniert ja nur, wenn das Effektivwerte sind. Wenn das Spitzenwerte wären, müsste ich hier ganz unbedingt einen Faktor 1,5, ne, das sind die einen, das ist so irgendwie der Faktor 2, den ich da am Ende davor schreibe, damit das passt. Also wenn ich die Formel so aufschreibe, dann muss das ja ein Effektivwert sein. Und also wahrscheinlich ist deshalb, weil das hier bei den Feldstärken so eigentlich so klar ist, dass das Effektivwerte sind, hat hier vielleicht nochmal einer hingeschrieben, wie groß ist denn der Effektivwert des Stromes und nicht irgendwie der Spitzenwert des Stromes. Ja, damit denke ich, ist das auch eine sehr schöne und vollumfängliche Lösung dieser Aufgabe. Man muss ein bisschen aufpassen, was das Nahfeld und Fernfeld und sich hier nicht mit den Exponenten vertun. Und ansonsten ist eigentlich egal, wie rum man das rechnet und mit welcher Formel man das rechnet, solange man das richtig macht, sollte das auch funktionieren und einen auf die richtigen Zahlenwerte bringen.